Also wie gesagt, wenn es nachher darum geht, um Veränderungen nach vorne zu bringen, kann ich wieder mal diesen Flyer nur hier hochhalten eben. Ja, viele kennen ja schon. Nehmen wir mal an, der ein oder andere war schon drin gewesen auf dieser Startseite, auf dieser Webseite, Verfassung vom Volk.org. Befasst euch bitte damit. Ob es jetzt also die Verfassung vom Volk.org ist oder Demokratie direkt oder eben auch die Initiative von der Marianne Grimmstein, Bürgerkandidaten, und wo ja Frau Professor Dr. Petra Plinninger auch sich mit arrangiert. Egal, wir arbeiten miteinander, nicht gegeneinander, und wir haben eigentlich alle die gleiche Sichtweise und wir wollen alle nach diese Richtung, nämlich mehr Demokratie. Das heißt eben, dass das Volk in der Volksbefragung zum Beispiel und Volksabstimmung mitreden darf, wie nach dem Schweizer Modell. Und in Österreich wird es ja wohl auch schon teilweise gemacht. So habe ich also bei dieser Broschüre hier von mehr Demokratie lesen können. Verfassung vom Volk selbst hat eben als Überschrift, die wollen das Grundgesetz eben, Artikel 146, eben beim Worte nehmen und dieses Grundgesetz eben als Verfassung erheben. Das soll stattfinden in 2019. Da sind viele Initiativen schon dran, die also gerade Verfassung vom Volk eben als Basis betrachten, sich darüber austauschen. Die letzte große Versammlung war jetzt im April gewesen, letzten Jahres, also nee, diesen Jahres, ja, in der Danziger Straße. Ich war da auch anwesend mit als Beobachter und habe mich also auch da auch selber mit ja, diskutiert und auch mit eingegeben. War ja erst die erste Jahrestagung. Ja, genau, die erste Jahrestagung. Diese Initiative ist ja noch gar nicht so alt. Ist gerade mal jetzt ein Jahr geworden. Jetzt wollen wir in zwei Jahren, 2019, dann wird das Grundgesetz 70 Jahre alt. Das ist damals auf der Bodenseeinsel Herrenchiemgau und Frauenchiemgau, glaube ich, heißt es, ist es beraten worden. Das ist ein guter Anlass, hier vielleicht da ein großes Festival zu machen, also sowieso ein tolles Festivalgelände. Wir brauchen ja nicht immer nur Pax Terra Musica in Jüterbock, sondern wir können ja auch mal nach München fahren, um da zu feiern. Und vielleicht können wir dann Demokratie feiern. Demokratie, direkte Demokratie. Demokratie fängt unten an. So war das damals in der Französischen Revolution schon gedacht. Aber irgendwelche Mächtigen haben daran gedreht und haben das zu einer parlamentarischen Demokratie gemacht. Und man muss sich heute fragen, ob die parlamentarische Demokratie, dass man jede vier Jahre eine Partei wählt, ob uns das überhaupt in dieser verfahrenen Situation, die wir auf der Welt haben, mit Umweltzerstörung und den unendlich vielen Kriegen, ob uns diese parlamentarische Demokratie noch weiterbringt. Denn die Menschen auf der Straße, die wollen oft was ganz anderes, als die Politiker oben entscheiden. Das wird in Umfragen ermittelt. Und wir wollen daran, dass man das, was die Menschen wollen, das ist nämlich wirklich Demokratie, dass die Politiker das umsetzen müssen, was das Volk, was die Menschen auf der Straße, überall, ich meine, da gehören auch die Eliten dazu, bloß die sind dann nicht mehr so überrepräsentiert wie in der heutigen Demokratie, dass da alle mit einer Stimme, mit der gleichen Stimme mitmachen können. Dazu brauchen wir allerdings noch eine freie Presse, dass wir nicht mehr von der Presse beeinflusst werden, aber das sind so die Feinheiten. Eigentlich wollen wir dahin. Mehr Demokratie Richtung Schweiz, sagen wir mal so. Ja, nach Schweizer Modell natürlich. Also das ist schon angesagt, das ist anzustreben. Wir haben 62 Millionen Wahlberechtigte hier in Deutschland. Die müssen wir erstmal alle ansprechen. Das gelingt uns sicher auch über große und kleine Kanäle, Privatkanäle, über YouTube beispielsweise hier, wie wir das ja gerade heute hier eben vor Ort haben. Das sind die Multiplikatoren. Und dann kann man immer noch die Adresse reinbringen. Wie gesagt, verfassung-vom-volk.org. Da mal bitte reingehen. Oder eben doch bei Demokratie Direkt e.V. Kann man sich ja auch mal sich sachkundig machen. Denn wir wollen keine Kriegseinsätze haben. Ich sage mal, Krieg nicht in meinem Namen. Und wenn unsere Politiker also da mal schnell so zwischendurch so einen Kriegseinsatz absegnen und unsere Kinder dann eben, muss man ja sagen, die da in der Uniform drin stecken, könnten ja auch meine Kinder teilweise mit sein, die werden dann also irgendwo nach Somalia geschickt oder Mali oder Afghanistan, ist nicht in meinem Interesse. Und ich denke mal, wenn es da eine große Volksabstimmung geben könnte und würde, wo ja eine große Diskussion eben auch darüber stattfinden müsste, das dauert dann eben alles natürlich, ja, ist doch klar. Aber dann ist es eben nicht mit dieser heißen Nadel gestrickt,
sondern da wird das Volk gefragt, dann wird eine Kontraposition, also da wird dann Pro und Contra diskutiert. Jeder kann da seine Stimme erheben. Also, wie gesagt, die Waffenlobbyisten werden natürlich sagen, ja, wir müssen diesen Kriegseinsatz machen, wir müssen ja den Frieden mit unserem Kriegsgerät dorthin schaffen. Dafür müssen wir sorgen. Und dann gibt es dann sicher auch eine Kontrastimme, die sagt, nee, das geht auch anders, das geht auf diplomatischen Wege und wir können ja den Leuten wirklich auch mal vor Ort helfen und vielleicht auch mit fairen Bedingungen auch mal an den herantreten und nicht so, wie es in der Vergangenheit passiert ist, einfach nur ja, in Western-Manier einreiten und sich das rausholen, was man braucht. Das funktioniert nicht. Jedenfalls also wir wollen es nicht mehr. Jedenfalls sollte es wenigstens mal in der Presse diskutiert werden, ob zum Beispiel durch die Terroreinsätze im Ausland, hier der Bundeswehr und der NATO insgesamt, ob dann nicht viel, viel mehr an Terror zu uns zurückkommt. Also ob man hier durch Kriegseinsätze Frieden schaffen kann, da sind wir sehr, sehr skeptisch. Wir meinen, das geht eher durch Diplomatie und durch friedliche Einsätze und mit gutem Beispiel zum Beispiel vorangehen. Also wenn man erstmal zum Beispiel bei Drohneneinsätze, das ist jetzt unser Thema für Rammstein, bei dem nächsten Friedensfestival, sagen wir mal so, was am 9. September stattfinden wird, in Rammstein bei Kaiserslautern. Da geht es jetzt um diese Drohneneinsätze. Die werden immer noch über deutschen Boden geführt. Und zwar kommen die Drohneneinsätze über Glasfaserkabel aus Amerika rüber, aus den USA, und werden dann hier an Orbitstationen, über Satellit an die Drohnen weiter übermittelt. Und das muss so sein, weil es die Erdkrümmung gibt. Die können das aus Amerika nicht selbst machen. Die müssen also diesen Weg über Glasfaser erstmal den Atlantik überbrücken und dann können die Drohneneinsätze, die erstmal die Aufklärungsflugzeuge und dann aber auch die Raketenabschüsse über Rammstein überhaupt steuern. Das geht anders nicht, weil das Funkverbindungen sind, direkte Verbindungen, die gehen immer nur geradlinig und folgen nicht der Erdkrümmung. Deswegen wird das so gemacht. Also man könnte, das denken wir, müsste längst gemacht werden, einfach diesen Stützpunkt, diesen amerikanischen Stützpunkt Rammstein Air Base kündigen und dann würde es in zwei Jahren kann man das kündigen und dann würde es in zwei Jahren keine Drohneneinsätze mehr geben können. Jedenfalls nicht von deutschem Boden, denn das entspricht unserem Grundgesetz, dass wir nicht Auslöser für Kriege sein dürfen in Deutschland. Bloß wer kümmert sich drum? Ja, und wir müssen uns drum kümmern und deswegen kann ich nochmal aufrufen hier, Verfassung vom Volk eben zum Beispiel. Ist nur eine Geschichte, die man hier machen kann, ist nur ein Verein. In Deutschland gibt es mehrere Bewegungen. Liebe Mitmenschen, macht euch sachkundig. Und wenn dann der Tag dran ist, dann könnt ihr zur Wahl ohne gehen. Und dann ohne ist gut. Ingo will ja Musik machen. Nee. Auf jeden Fall habt ihr die Möglichkeit, dann wirklich mal eure Stimme zu erheben. Und ihr könnt durch eine Volksbefragung und eine Volksabstimmung erstmal das Grundgesetz eben zur Verfassung erheben. Das ist also durchaus machbar. Wir müssen einfach unser Schicksal mal selber in die Hand nehmen und uns nicht von irgendwelchen Politikern erklären lassen, das ist schon alle gut so. Nee, das ist eben nicht gut so. Und 1999 beispielsweise, wo damals dieser NATO-Überfall gewesen war auf Jugoslawien, wo Jugoslawien zerschlagen wurde, wo unser damaliger Kanzler Schröder noch gesagt hat auf einer Podiumsdiskussion, naja, normalerweise müssten sie mich ja auch anklagen, ich bin ja auch ein Kriegsverbrecher, und den Anwesenden, gerade den Moderatoren, da die Klappe runtergefallen ist unter dem Motto, wieso jetzt Kriegsverbrecher? Naja, weil eben Jugoslawien, NATO-Einsatz, natürlich mit Federführung von der Bundeswehr, die war nicht legitimiert, wie der Herr Daniele Ganser ja auch immer so schön sagt. Da gab es kein UN-Mandat dafür. Das hat die NATO mal schnell so beschlossen und die Bundeswehr, und überall, ne, genau. Also Leute, so geht das nicht weiter und ich bin auch davon fest überzeugt, wenn die Menschen nur genügend Aufklärung bekommen und eben über entsprechende Medien auch aufgeklärt werden, dann bin ich fest überzeugt, dass keiner für so einen blöden Kriegseinsatz stimmen wird. Also garantiert nicht. Jedenfalls in der Presse sollte doch wenigstens mal gesagt werden, was in der UNO-Charta überhaupt steht, dass nur Angriffskriege geführt werden dürfen, wenn das ein UNO-Mandat gibt. Und das gibt für die ganzen Kriege kein UNO-Mandat. Und deswegen sind das alles illegale Kriege, so wie auch das Buch von Dr. Daniele Ganser heißt. Illegale Kriege. Und das
wird mit unserem, nein, mit unserem Namen, in unserem Namen wird das nicht geführt. Und deswegen stehen wir hier, in unserem Namen nicht. Genau, Krieg nicht in unserem Namen. Vor allem bei den Drohnen ist es ja keine große psychologische Hürde, auf den Auslöser zu drücken, auf den Joystick. Man sieht den Menschen nicht, den man umbringt, gar nichts. Ja, man sieht, man könnte denken, man spielt ein Computerspiel. Und das legt natürlich sämtlichen Skrupel ab, jemanden umzubringen.